Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, ich habe mal wieder einen Dumper gebaut. Ich baue relativ viele Dumper, gebe ich zu. Und beim letzten Mal, den ich in dieser Ausführung hier gebaut habe, habe ich kein Video gemacht. Hatte ich einfach keine Zeit für. Und jetzt habe ich eigentlich auch keine Zeit, aber habe mir gedacht, ihr müsst das sehen. Vorneweg, mal ganz kurz, momentan läuft in der Community bei YouTube die Umfrage, was ich noch so im Laufe des Jahres mal als Serie vorstelle, als Abstimmung. Klickt's mal rein und stimmt's mit ab, was wir hier machen. Die Tendenz sieht super aus. Ich habe ganz, ganz viele Sachen im Kopf. Das Ganze muss ich natürlich etwas länger vorbereiten, damit es dann auch toujours an einem Stück irgendwo machbar ist. Und nicht irgendwie immer 3-4 Monate bloß dazwischen liegen, zwischen den Videos, sondern ich will dann schon peu à peu immer wieder was liefern, wenn ihr das so wollt. Und deswegen, damit ihr dann was nicht verpasst und ich habe ein paar Änderungen bei mir auf dem Parcours, habe ich euch mal hier das Wasserzeichen mit eingeblendet zum Abonnieren. Denn ich will am Ende des Ganzen kein Mimimi hören, oh, ich habe da was nicht mitgekriegt oder so. Es gibt auf jeden Fall eine Überraschung, eine Besonderheit bei dem ganzen Thema. Deswegen ist super. Wie gesagt, hier einmal auf Abonnieren und dann könnt ihr die Glocke anmachen, dann kriegt ihr Benachrichtigungen, wenn neue Videos online gehen. Denn hier ist tatsächlich vielleicht dann so ein bisschen der Faktor Zeit mit im Spiel. Ich will noch gar nicht so viel verraten, aber wie gesagt, da möchte ich dann am Ende nicht die Klage, oh, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Deswegen hier unten einmal auf Abonnieren klicken, die Benachrichtigungen einschalten und dann läuft es. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn ein neues Video online geht und könnt direkt reingucken, was sich da tut. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor die Fragen kommen, auch das noch, der Manitou ist momentan immer noch in der Testphase. Ich habe die Hinterachse nochmal überarbeiten müssen, müssen ist relativ, er war schon soweit echt gut, aber es gab ja ein paar Sachen, wo mir nicht gefallen haben und was sich jetzt natürlich im Dauerbetrieb gezeigt hat, wo nicht ganz gepasst hat. Das bestätigt mich bloß wieder, dass ich nicht so schnellschussmäßig irgendwelche Sachen raushau, habe ich übrigens schon gesehen, ganz super. Dass andere mal auf dieser Welle mitfahren. Ja, hauen wir mal schnell Teleskop-Laderbausätze raus. Werdet ihr bei mir nicht finden. Ich will das testen und gerade bei den 3D-Druckteilen ist es so, die laufen sich mit der Zeit einfach auch mal ein. Und erst wenn man mal ein bisschen gefahren ist und das Zeug auch benutzt hat, sieht man, wo so die Schwachstellen liegen, was man verändern muss. Und ja, der Manitou ist tatsächlich schon mein zweites Modell. Das heißt, ich habe ja von vornherein schon viel gewusst. Und trotzdem findet man immer wieder so Sachen, wo ich sage, ist nicht das, was ich machen möchte, gefällt mir so nicht oder beziehungsweise ist auf Dauer einfach Quatsch. Deswegen werdet ihr von mir hier keine Schnellschussbausätze finden. Ihr müsst euch leider gedulden und am Ende wird es aber was richtig Geiles. Ihr kennt die Bausätze, ihr wisst, wie sie auch genial zum Einbauen sind. Deswegen glaube ich, kann man das verschmerzen und wenn sie mal laufen und wenn das Ganze mal funktioniert, dann sind sie im Shop verfügbar und dann läuft die Sache auch. Ja? Also, wie gesagt, da noch ein bisschen Geduld, ich möchte was wirklich Gutes rausbringen und eben nicht irgendwie schnellschussmäßig einfach nur, damit halt irgendwas auf dem Markt ist, beziehungsweise einfach mal schnell irgendwas hingekritzelt. Ja, es will ich nicht. Braucht's nicht. Wie gesagt, lieber ein oder zwei Monate später und dann haben wir was richtig Gutes für uns. Ja. Jetzt aber endlich zum Dumper. Warum stelle ich euch den Dumper nochmal vor? Wir haben ja die Umbauserie gehabt. Einmal hier so ein Info-Ding zur Playliste von dem Dumper-Umbau, Bausätze und so weiter. Alles, was ich verbaut habe, verlinke ich wieder unten. Ja. Genau. Ich muss übrigens auch das hier unten irgendwo so ein Werbevideo-Ding reinblenden. Ich kriege hier nichts bezahlt davon. Ja. Ich muss mir alles, was ich hier einbaue, auch selber kaufen und selber bezahlen. Also ich kriege das nicht geschenkt irgendwie. Ich habe diesmal Servonaut mit verbaut. Ich habe wieder von modellbauregler.de die Regler verbaut und die kriege ich aber nicht geschenkt. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kriege diese Sachen, verbau die und stellt ihr euch hier vor, weil ich die irgendwie umsonst bekomme, sondern ich kaufe die ganz regulär bei den Händlern auch ein. Ja? So. Und jetzt sind wir schon dabei, wir haben ein bisschen Besonderheiten verbaut. Wir haben einmal für das Kippen den ganz normalen Fahrregler AS12 6RW heißt da glaube ich, den Easy-Regler verbaut, die, wo ich sonst in all meinen Modellen benutze. Hier auch übrigens oft die Frage, ein Regler für alle 6 Motoren? Ja, reicht. Völlig.
Habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe tatsächlich in meinem Volvo FMX habe ich alle 10 Räder, also 10 Mal den 25er Motor mit einem einzigen Regler. Auch da brauchst gar nichts. Hier haben wir jetzt mit drin fürs Fahren diesen AS1235RW Truck Evo 3 mit Lipo-Schutz. So die ganze Bezeichnung. Ich zeige es euch mal. Die Besonderheit hier ist, der hat wahnsinnig viele, wie sollte man sagen, Schaltpunkte. Das heißt, der lässt sich furchtbar fein anfahren und auch das ist nicht so Vollgas, Vollgas rückwärts oder sowas, sondern der fährt echt ganz weich, der lässt sich super fein fahren. Hat eine Bremsfunktion, was natürlich super ist, wenn der irgendwie leicht am Hang steht, dass der so viel Strom noch mit dazu liefert, um einfach nicht wegzurollen. Wie bei einem Automatikgetriebe, beim echten Auto. Ja. Genau, funktioniert aber auch nur bis zu einem gewissen Maß, wenn es irgendwann mal zu steil, zu schwer wird. Also hier so an die Wand kleben ist natürlich nicht. Gell? Was hier super ist, ist, wir haben Rückfahrlicht und Bremslicht gleich mit drauf auf dem Regler. Das heißt, ich brauche hier kein extra Modul. Läuft alles über einen und denselben Regler. Dementsprechend super funktioniert das Ganze auch. Das Einzige, was hier wichtig ist, und ich mache jedes Mal, ohne Witz, ich verbaue das Teil und jedes Mal genau das Gleiche. Ich stopfe den irgendwo unten rein und entweder ich vergesse, dass man den einmalig am Anfang programmieren muss, denn er mag keine Reverse. Das heißt, ich muss wirklich an der Fernbedienung auf normal stellen. Ich muss alles anschließen, muss gucken, fahren die jetzt vorwärts oder fahren die rückwärts und muss dann das einmalig einprogrammieren, Vollgas vorwärts, Vollgas rückwärts, damit er das weiß. Und dann muss ich meine Motorregler so anschließen, dass er dann auch vorwärts fährt. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich schalte das um, denn sonst würde er beim Vorwärtsfahren immer die Rückleuchte einschalten und macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, man muss den erst programmieren, kann dann anschließen. Und das habe ich hier diesmal tatsächlich bedacht und habe ihn dann hier unten reingelegt und habe die Kabel alles schön verlegt. Und dann ist mir aufgefallen, ach verdammt, der Stecker vom Rückfahrlicht und Bremslicht von hinten, der muss auch noch dran. Klasse Idee. Ja, also das ganze Ding wieder raus, das auch nochmal einstecken. Das ist halt alles auf diesem einen Regler drauf. Was haben wir noch mit dazu? Wir haben hier den Truck Profi 2 eingebaut. Das ist die Beleuchtungsanlage. Das heißt, wir haben hier Blinker links, Blinker rechts, Warnblinkanlage und drei Schaltkanäle für das Licht. Hier haben wir zwei Schaltkanäle fürs Licht verbraucht. Ich zeige euch das nachher natürlich alles. Hier kann man alles mit schalten. Man kann, wie gesagt, der Blinker läuft über den Lenkung mit, kann man aber auch ausschalten, nennt sich dann Crawler-Modus, dann blinkt er nicht und man kann auch die Prozentwerte, wo er blinkt und wann er blinkt, einschalten. Da gibt es hier diese Anleitung, die ist mit dabei, die gibt es aber auch zum Downloaden auf seiner Seite. Da kann man das alles direkt mit nachlesen und auch runterladen. Wie das Ganze funktioniert, kann man also alles einstellen. Ich habe ihn jetzt in der Grundfunktion soweit gelassen. Das ist der Lautsprecher, denn wir haben ein Servonaut SM3 Soundmodul mit verbaut. Ist auch super. Die letzten Soundmodule, die ich ja so verbaut habe, die sind auch super, die sind frei programmierbar, aber sie sind einfach nicht Plug and Play. Also nicht wie der Servonaut hier, kostet auch einen Tacken mehr. Und deswegen, also ich finde es gut, das was ich sonst verbaue, aber Empfehlung hier aktuell wirklich auf das SM3 von Servonaut. Es ist einfach einfach. Ja, wir haben einige Motorgeräusche, die klingen alle super. Ja, kann man sich hier rausholen. Wir haben einen Potti zum Lautstärkeregeln mit dabei. Und wie gesagt, bei Servonaut hier kann man den Lautsprecher gleich mitbestellen. Und dann ist das alles mit drin. Anleitung ist mit dabei, super erklärt. Watschen einfach, also braucht es gar nichts. Genau, das ist mal das, was verbaut ist. Wir haben noch eine Rundumleuchte mit dabei und natürlich den ganz normalen Dumperbausatz von mir. Das ist alles mit drin. Wir haben den starken X2-Kippermotor mit dabei. Das heißt, wir haben hier hinten auf der Mulde knappe 10 Kilo, die wir auf jeden Fall wegdrücken. Lädt eigentlich fast keiner, also sollte nicht das Problem sein. Jetzt würde ich sagen, jetzt schalten wir mal ein. Also einmal Fernbedienung, typische FlySky, FSI 6, FS. I6S ist es, glaube ich. Oder? Ich weiß, bin heute verwirrt. So, dann habe ich mit dabei ein 3S Torchester Lipo-Akku. Auch den verlinke ich euch. Das sind die Lipo-Akkus, die ich sonst immer benutze. Und dann würde ich sagen, dann hauen wir mal den Akku hier rein. Platz ist in der kleinsten Hütte, heißt es immer.
Und hier ist aber jetzt wirklich durch das Soundmodul und Lautsprecher und so weiter echt eng. Man würde trotzdem noch einen relativ langen Akku hier reinbringen, aber mit dem hier fahre ich eine gute Stunde, deswegen alles gut. Also, einmal Akku hier reingeknüttelt. Und dann würde ich sagen, schalten wir mal ein. Ich stelle ihn gleich mal gerade, weil die Servos natürlich gleich mal in Rückstellung gehen wollen. Was ich ja genial finde, also wir haben jetzt hier drei Sachen, die uns eine Bereitschaft anzeigen. Soundmodul macht das Geräusch, als ob jemand durch die Tür einsteigt und die Tür wieder schließt. Dann haben wir das Lichtmodul, das ist der Track Profi 2. Da leuchtet die Warnblinkanlage kurz auf. Und wir haben das Piepsen von den Fahrreglern. Das warten wir alles ab und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den ganzen Funktionen. Den Sound zeige ich euch, aber den schalte ich nachher aus, weil sonst hört ihr nichts mehr. Ich habe ihn relativ laut. Hier ist es laut, weil wir nah beieinander sind. Wenn er dann irgendwo fährt, ist es eigentlich genau die richtige Lautstärke. Mit was fangen wir an? Das Einfachste ist die Rundumleuchte. Die schalte ich hier einfach über die Seite. Das heißt, einmal nach links, einmal ganz nach rechts. Kann ich hier diese Funktionen durchschalten. Natürlich auch ausmachen. Das ist so die angenehmste. Mit der startet er auch im Übrigen. Die Rundumleuchte hat eine eigene Stromversorgung bekommen, denn die zwei Servos ziehen relativ viel Strom und wenn ich den rein einzig und allein über den Empfängerstrom versorge, dann zicken die manchmal rum. Deswegen hat die Rundumleuchte nochmal eine eigene Stromversorgung bekommen. Also hier steckt jetzt echt viel, viel Kabelzeug drin. Und für die Lampen natürlich noch viel mehr. Das ist die Rundumleuchte. Dann haben wir hier auf der rechten Seite das Soundmodul. Das zeige ich euch als nächstes. Aber jetzt gehen wir nochmal zum Licht. Das ist auf der linken Seite, auf diesem oberen Schalter. Das heißt, drücke ich einmal nach unten, haben wir Fahrlicht. Hinten zeige ich euch natürlich auch gleich nochmal. Also Fahrlicht vorne, hinten. Drücke ich länger nach unten, haben wir hier oben nochmal welche. Das heißt, wir haben jetzt hier Fahrlicht, sind hier vorne die 8 und hinten nochmal 2 in Rot. Heißt, allein für diese Fahrfunktion hier oder für die normale Beleuchtungsfunktion haben wir schon mal die 10 LEDs hier drin. Es ist richtig hell, also ich bin vorher im Dunkeln hier gefahren. Wahnsinn. Also überhaupt kein Problem. Hätten wir jetzt eine Kamera drin mit FPV, super. Das war das, wenn ich eben nach unten drücke. Also einmal kurz nach unten ist das Fahrlicht. Einmal lang nach unten, über 3 Sekunden, ist das Dachlicht. Und wenn ich einmal nach oben drücke, schaltet sich hier die Warnblinkanlage ein. Ja, das Ganze natürlich nach hinten auch nochmal. Ich drehe es gerade einmal um. Ich hoffe, ihr seht das. So, der hat ja als Besonderheit hier unten. Stelle es gerade mal so ein bisschen auf. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Seht ihr das? Ja. Ich glaube, es geht. Also, wir haben hier die Warnblinkanlage, die ist ja hier unten an der Schaufel. Und wir haben hier unten auch zwei Stecker, dass ich die Multi ganz einfach wegklicken kann, wenn ich irgendwas reparieren möchte. Oder Motor tauschen oder was weiß der Geier, was ich machen möchte. Das heißt, hier unten, das ist alles steckbar. Die Warnblinkanlage, wie gesagt, einmal nach oben kurz geht Warnblinkanlage an. Dann haben wir einmal kurz nach unten, das ist jetzt das Fahrlicht. Und da schalten jetzt hier einmal die roten mit dazu. Und wenn wir schon hinten sind, machen wir auch gleich Rückfahr- und Bremslicht. Und jetzt machen wir das ganze Ding etwas hochstellen. Sonst rattert er uns davon. Klar. So. Also wir haben hier einmal Rücklicht. Moment, ich muss das Fahrlicht ausschalten. So, sonst seht ihr das nicht. Also wir fahren. Und dann geht hier die Bremsleuchte an. Na, ein Wackelkontakt hier. Ja, das muss noch behoben werden. War doch gerade noch an. Ja, also, hier, die will nicht. Nochmal rausmachen. Aber ist gar kein Problem. Ist nur ein LED-Problem. Denn die ging voran. Keine Ahnung. Muss man schauen. Wahrscheinlich, wie gesagt, ein Wackelkontakt vom Reinkleben oder so. Oder irgendwo Kabel ein bisschen abgedrückt. Genau. Also, wir haben hier einmal Fahrlicht. Die Warnblinkanlage hinten. Und eben Bremslicht, das jetzt aktuell nur auf einer Seite geht. Und wir haben die Rückfahrscheinwerfer nochmal. Auch die sind wahnsinnig hell. Genau.
wenn wir gerade das Ganze... Oh Gott, ich bin blind. So. Wenn wir den gerade so schön aufgebuckt haben, machen wir auch gleich das Soundmodul. Ich habe hier an der Seite den Drehregler. Oder diesen, ja, Drehregler. Wenn ich ihn einmal nach unten drücke, haben wir ganz normal die Hupe. Wenn ich ihn nach oben drücke, schalten wir das Soundmodul ein, also das Fahrgeräusch, den Motor anmachen. Und der läuft jetzt ganz normal, klassisch über den Fahrregler mit. Klingt super. Also ich mag den Ton wahnsinnig. Der Lautsprecher sitzt hier oben drin, hat jetzt natürlich durch das Gehäuse einen relativ dumpfen Klang, auch weil wir viel umbauten Raum haben. Finde ich auch gut. Sollten wir mal gucken, dass man das natürlich so dementsprechend mitbaut. Das ist eigentlich auch schon alles gewesen, was ich euch hier zeigen wollte. Wie gesagt, ihr geht mit dem Regler mit. Ich fahre hier nachher natürlich noch ein bisschen rum. Gell? Also im Anschluss von meinem Gelaber drehe ich hier noch mal die Runden, könnt ihr mir zugucken. Und das ist jetzt ganz langsam, ich habe hier nicht so viel Platz. Ja. So, dann haben wir diese Blinkfunktion, wollte ich noch zeigen. Wenn ich hier lenke, ab einem gewissen Punkt geht hier der Seitenblinker mit an, vorne wie hinten. Ich drehe ihn gerade mal so, dann sieht man den anderen vielleicht ein bisschen besser. So. Also, der blinkt dann auch, Abbiegeblinken. Kann man aber ausschalten, ist in der Anleitung beschrieben. Ich kann gerade mal gucken, ob es da irgendwo steht. Programmiermodus, Lenkservo voll ausschlagen und dann anschalten. So, genau. Also es ist relativ einfach, man muss dann zuerst lenken, dann anschalten, dann ist er im Programmiermodus und dann kann man das einschalten oder einstellen, ob und wann er blinken soll. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan von der Funktion mit dem über den Lenkservo, sondern Warnblinkanlage finde ich super. Also das ist was, wo ich sage, kann man immer brauchen. Das mit dem Abbiegeblinken, weiß ich nicht. Ist vielleicht bei uns auch, wir haben jetzt nicht so viele Straßenkreuzungen oder sowas, sondern ich habe eine lange gerade Straße, die aber nicht, die vielleicht mal die Kurve macht. Und dann würde der da auch immer blinken. Deswegen. Genau, soweit. Wie gesagt, ich finde ihn richtig klasse. Man sieht auch hier wieder, was man so alles mit reinpacken kann. Es ist jetzt im Endeffekt wirklich ein gehobeneres Modell. Also wir können da nochmal kippen, kann er natürlich auch. Kippen ist hier auf der Seite. Einmal den Hebel herziehen. Und der macht jetzt... Der geht mal richtig steil. Da bleibt nichts hängen, da kann ich auch, wenn ich bergauf stehe, alles abkippen. Das ist Maximaleinschlag übrigens. Wir stehen jetzt hier unten an. So, dass die Kabel gerade so nicht zusammengequetscht werden. Hier sind wir auch am Ende allen angelangt, also hier noch ein bisschen weiter und wir würden hier die Zylinder verlieren. Deswegen, aber meine Güte, der steht fast senkrecht. Was will man mehr? Ja? Endabschalter nach oben ist drin, das heißt, ich kann in gefahrlos hoch und runter fahren. Nach unten ist auch ein Endabschalter drin. Alles kein Thema. Schauen wir mal, jetzt schmeiß ich ihn dann vom Tisch. Was so ein Soundmodul und Lichter einfach ausmachen, finde ich klasse. So, ich fahre jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Ich zeige euch das im Anschluss, schneide ich euch noch mit rein. Und wie gesagt, abonniert den Kanal, macht die Glocke an. Es wird auf jeden Fall spannend, was jetzt dann alles kommt. Und da, wie gesagt, wird der zeitliche Faktor mit reinspielen, was da kommt. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn irgendwo was sein sollte, schreibt mir über meine Webseite. Schreibt mir hier in die Kommentare. Könnt ihr alles machen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich.